In diesem Video möchte ich Ihnen gerne einmal zeigen, wie Sie eine neue Konfiguration für ein Mapping zwischen Excel und Bobs einrichten können. Wie Sie sehen, habe ich hier schon die Suchmaske geöffnet, über die Sie bereits vorhandene Mapping-Konfigurationen suchen können. Wir möchten in unserem Fall aber eine neue Konfiguration anlegen und klicken daher auf den New-Button. Hier ist die Eingabemaske für die Konfiguration für ein neues Mapping. Oben können Sie erst einmal eine Beschreibung eingeben, über die die Konfiguration später auch gefunden werden kann. Beim Objektname wird der Name des Business Objects angegeben, für den das Mapping stattfinden soll. Im Bereich der Sheet Data erfolgt die Zuordnung der Knoten des Business Objects zu den Tabellenblättern der Excel-Datei. Hier geben Sie den Knoten ein und für jeden Knoten wird dadurch ein Excel-Tabellenblatt erzeugt. Über Offset und Kalm können Sie hier auch noch eine Verschiebung in den Excel-Tabellenblättern erzeugen. Bei dem Mapping Information erfolgt die Zuordnung zwischen den Spalten im Excel-Dokument und den Attributen des Knotens. Hier geben Sie einfach die gewünschte Spaltennummer ein und den Knotennamen, der in dieser Spalte erscheinen soll. Haben Sie alle Eingaben gemacht, klicken Sie einfach auf Speichern und können die Konfiguration nun verwenden.